Hallo zusammen. Ich bin jetzt hier weiter in den Wäldern des Elbsandsteingebirge unterwegs. Nach der Enttäuschung großer Winterberg in dem letzten Video für euch bin ich jetzt unterwegs Richtung Kipphorn-Aussicht und hoffe, das wird ein bisschen besser. Ich verdaue gerade immer noch das, was ihr im letzten Video gesehen habt. Aber es nützt ja nichts. Es gibt so viele schöne Sachen hier. Dann sollte man sich über so eine kleine Niederlage, was ja auch nur das Ziel angeht, der Weg war ja toll, einfach mal drüber hinwegsehen. Also, Schlussstrich, jetzt geht's zur Aussicht. Ich verlasse jetzt den Hauptweg in so einen kleinen Nebenarm. Da stand Kipphorn Aussicht. Circa drei Minuten. Drei Kilometer kann da eigentlich nicht sein. Auf jeden Fall gehe ich da jetzt rüber. Und hier geht es jetzt runter. Ich hoffe, Kippstein ist hier nicht das Programm. Ne? Der Name ist Programm, heißt es doch immer. Aber ich denke mal, mich wird es auch noch einmal aushalten. Ja, der Himmel zieht sich langsam zu. Und jetzt mit dem Wind, wo ich nicht mehr so viel bergauf laufe, ist die Regenjacke schon wieder fast zu kalt. Regen-Windjacke ist ja so eine Kombination. Ja. Das ist Aussicht. Ja, ich gehe mal kurz runter. Ich bin jetzt gerade hier so ein bisschen windgeschützt, deswegen filme ich einmal kurz von hier. Gehe gleich auch noch nach vorne in die Spitze von diesem Aussichtspunkt, aber das ist ja wieder Fernsicht vom Allerfeinsten her. Wahnsinn. Ich zoome mal ein bisschen. Jetzt müsstet ihr das auch besser erkennen mit den einzelnen Stufen da drinne. Das da hinten müsste Bad Schandau sein, wenn ich mich nicht ganz vertue. Und irgendwo hier in diesem Knick, wo man die Felsen oberhalb der Elbe sieht, dort ungefähr müsste Schmilka liegen. Von da komme ich gerade. Gar nicht so wenig von der Strecke, muss ich gerade feststellen. Ich glaube, 8 Kilometer stand auf dem Schild. Aber, ja. Beeindruckend. Das ist das einzige Wort, was hier immer passt. Jo, jetzt geht es hier erstmal wieder hoch und mal sehen, was auf dem Weg Richtung Schmilka noch alles zu sehen ist. Auf jeden Fall bin ich jetzt schon wieder hellauf begeistert. Ist der Quatsch da oben mit dem großen Winterberg schon wieder vergessen. Ja, mittlerweile ist es so stark bewölkt, dass ich wieder meine dicke Jacke anhabe mit der Fließjacke drinne, das Halstuch. Weil der Wind pfeift zwischendurch hier echt eisig. Die Nase läuft schon. Und jetzt gibt es erstmal ein Affensteak. Das kennt ihr alle.
So ein kleines zweites Frühstück um 10 Uhr. Das erste Frühstück gab es gegen 5:30. Das muss jetzt sein. Schaut mal da vorne, da ist so eine Buche. Ich zoome das mal, ich möchte da nicht rübergehen jetzt. Da ist der Stamm in der Mitte auseinander, ja, gerissen. Die Dinger sind riesig hier, ähnlich wie auf Rügen bei Jasmund, wo die dann auch schon ihre 100 Jahre auf dem Buckel hatten. Was da Kräfte wirken. Und Grenzsteine sind hier zu sehen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auf tschechischer Seite bin und ob da vorne wieder die deutsche Seite ist. Aber das geht ja hier alles fließend ineinander über. Mittlerweile gehe ich jetzt hier seit 20 Minuten ungefähr so serpentinartig den Weg hier runter. Immer wieder so schöne Felsformationen an den Seiten. Aber halt nur geteert und nur Serpentine. Und so weit wie man runtergucken kann, geht die Straße auch weiter. Und zu allem Überfluss fängt es auch gerade an zu regnen. Heute nicht ganz so mein Tag, glaube ich. Gleich mal schauen, wie man mal das Ruder hier rumreißen kann. Vielleicht sollte ich auch den Regentag einfach mal dafür nutzen, die Füße hochzulegen und mein Skandinavien-Krimi zu Ende zu lesen. Wäre ja auch mal eine Maßnahme. Riesig, diese Dinger. Also ich bin echt total platt. Ja, und wie immer hier in diesem ganzen Gebiet, Elbsandsteingebirge oder Sächsische Schweiz, weiß ich nicht, die Züge. Man hört und sieht sie überall. Und wisst ihr, was mir hier fehlt in der Sächsischen Schweiz? Schutzhütten gibt es hier überhaupt nicht. So für die Wanderer, was man sonst so aus den verschiedenen Mittelgebirgen, Gebirgen und sowas kennt, habe ich hier noch gar nicht gesehen. Dann könnte man sich, wenn es regnet, vielleicht auch mal kurz unterstellen. Oder bei anderen Wetterextremen. Also das war der Grenzweg Richtung Schmilka. Dann waren das wirklich diese Grenzsteine, die man dort gesehen hat. Weil hier stand gerade das Schild Grenzweg Schmilka. Ich gehe jetzt weiter hier Richtung Erlsgrund, den roten Weg. Das ist wieder schöner Wandergrund hier. Jetzt ist es leider so, dass zu diesem leichten, permanenten Regen auch noch ein Gewitter anfängt. Ist ganz gut, dass ich so in einer halben Stunde, dreiviertel Stunde wahrscheinlich durch bin. Jetzt ist mir gerade ein Wanderer entgegengekommen. Und den habe ich kurz darauf angesprochen, wenn er doch auch zum Winterberg hoch möchte, zum großen Winterberg, dass dort keine Option besteht, die Aussicht zu genießen. Und er sagte, ja, das ist bekannt, das ist schon lange so. Dann wäre es doch eigentlich mal ganz schön, wenn das irgendwo, und wenn es nur mit so einem Pappschild irgendwo markiert wird, dass man das weiß. Dann geht man halt andere Routen. Also, ihr seht, wie dunkel es schon ist. Wir haben, glaube ich, ja, jetzt muss ich gerade mal gucken, 10 Uhr. Ja, genau. Genau 10 Uhr. Und ja, Sonne weg. Und kalt und nass. Ich habe ja nur noch 2 Tage. Und an meinem Abreisetag soll Sonne und bis zu 26 Grad kommen. So wie bei der Anreise auch. Das ist doch schon eine Sauerei ein bisschen, oder? Und die Folgewoche soll durchweg so bleiben. Ob das wirklich so ist oder nicht, kann man ja auch nicht immer glauben, was die Meteorologen da so verzapfen. Aber es ist schon so ein bisschen Gefühl, was man da hat. Zumal die nächste Woche eigentlich die Woche ist, wo ich Urlaub hätte nehmen wollen, aber nicht konnte.
weil jemand anders das schon alles geblockt hatte. Aber ist manchmal, ne? Ist wie es ist. Dafür habe ich schöne Erlebnisse hier. Und zu warm ist ja auch nicht gut. Hier kommen jetzt wieder diese schön schmierigen Felsen. Und jetzt, wo es regnet, sind die garantiert noch schöner zum Gehen als vorhin, wo sie nur so ein bisschen feucht waren. Aber macht nichts. So, mit meiner Kapuze geht das ganz gut. Ist ja kein Starkregen. Ich bin gerade so konzentriert auf den Weg jetzt mit dem Regen. Ich muss mal die Hand hier so ein bisschen drüber halten. Ich hoffe, ich filme die jetzt nicht mit, dass ich schon gar nicht mehr sehe, was hier so rechts und links neben mir ist. Seht ihr das auch? Eingang Mühlenbäckerei. Ja, sehr schade. Also weizenfrei gilt hier nicht im Sinne von glutenfrei, sondern dass es Dinkelbrot ist. Aber das wird alles zusammen an einem Platz gemacht, wo auch die weizenhaltigen Sachen verarbeitet werden. Also daher für mich leider nicht geeignet. Aber das Feuer war ja wohl Weltklasse in dem Ofen. Aber so heiß, mir brennt jetzt noch das Gesicht. War kaum auszuhalten. So, wie ihr vielleicht erkennen könnt, bin ich wieder hier an dem Parkplatz bei der Elbe angekommen und möchte sagen, dass der Ort Schmilka an sich bis jetzt der schönste war hier an der ganzen Tour und auch der mit den meisten Eindrücken, sage ich mal. Was auf jeden Fall auch klasse ist, sind die Wegbeschaffenheiten bis zum großen Winterberg. Die Aussicht, ja, habt ihr ja im letzten Video gesehen, war halt nicht gegeben. Und dafür war die Aussicht auf dieser Kippnadel, hieß das glaube ich, umso schöner. Von da aus ging dann ein Teil Serpentinen runter. Das gefiel mir nicht so gut auf diesem geteerten Boden. Das endete aber auch nach 20, 30 Minuten wieder mit schönen, ja, Waldwegen. Also alles im allem definitiv einen Besuch wert, was die Strecken angeht. Großer Winterberg würde ich ausfallen lassen das nächste Mal. Schmilka ist auch nur für den Ort eine Reise wert. Ich weiß jetzt nicht, ob der Fisch gerade mit drauf war, aber da sprang gerade wieder was Großes aus dem Wasser. Naja, egal. Ich werde mich jetzt in den Bulli setzen. Das war's. Trinken Kaffee, lese ein bisschen was und werde hier den Blick hinten raus genießen. Macht's gut, euer Markus.